Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier am 11.11. in Köln beim Karneval natürlich unterwegs. Und in dem heutigen Video dreht sich alles um die letzte WhatsApp-Nachricht. Ich bin sehr gespannt, was hier peinliche Dinge, was hier für peinliche Dinge zum Vorschein kommen werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wir legen los. Halli, hallo, Hallöchen. Halli, hallo, Hallöchen. Na? Wo kommen wir denn her? Na, aus Köln. Na klar. Ja. Was haben wir heute schon gescheppert? Boah, da müsst ihr jetzt mal nachzählen. Absolute Wahnsinn! Kölle, Olof, Olof, Kölle, Olof! In dem Video geht es heute um die letzte WhatsApp-Nachricht. Magst du zeigen? Nee, besser nicht. Besser nicht? Du heißt auch Herzog mit Nachnamen? Ja, das ist richtig, genau. Sehr cool. Bist du ein Schotte oder was? Genau, so sieht's aus. Wie sieht's unten rum aus bei dir? Zwei Unterhosen. Zwei? Zwei. Du weißt schon, dass die eigentlich nichts tragen. Eigentlich gar nicht, ja. Aber ist zu kalt. Die letzte WhatsApp-Nachricht. Schreib einfach nochmal, falls du den Standort verloren hast. Ja, so sieht's aus. Okay. Also, man muss dazu sagen, die verwirrte Dame ist leider Düsseldorferin. Ey. Ganz ekelhaft. Mit solchen Menschen habe ich normalerweise gar nichts zu tun. Wir sind nicht verwandt? Ich glaube nicht. Noch nicht? Ich weiß es noch nicht. Ja, mega. Ja, mega. An? An Celine. Wer ist Celine? Meine Freundin. In dem Video geht es heute um die letzte WhatsApp-Nachricht. Mhm. Wie lautet deine? Weißt du die aus dem Kopf oder musst du nachgucken? Ich habe gerade als letzte WhatsApp-Nachricht den Standort von hier verschickt. An wen? Meine Bekanntschaften. Meine Bekanntschaften. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Wie ist es am 11.11. Geburtstag zu haben? Ja, ist geil. Man hat immer einen Grund zum Feiern, immer Karneval. Wir geben Gas, du Gas! Ich habe einem Kunden geschrieben, vom Chef aus sozusagen, dass wir Montag oder Dienstag vorbeikommen mit Stroh. Deswegen, das ist ja mit Stroh. Ja, mit Stroh. Ja, 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 ja. Was hast du mit dem Standort gegenüber deiner Malle-Bekanntschaft vor? Wird sich noch rausstellen. Liebe Ficke mit dem Typ, auf den sie steht. Die letzte Nachricht war hier. Hier? Hier. Hier. Okay. Ja, es ist aussagekräftig, oder? An wen war die Nachricht? An die Lucy. Wer ist die Lucy? Er ist eine Freundin aus der Feuerwehr. Eine Freundin aus der Feuerwehr. Ah. Na klar. Ja. Ja. Du spritzt gerne rum, ja? Sowieso. Zeig mal. Oh je, wir müssen erstmal. Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh je. An meinen Freund. Das war? Ich habe ihm mein schönes Bild von mir geschickt. Sehr gut. Zeig doch gerne mal in die Kamera. Ja, total gern. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin die Sophia. Sophia. Hast du schon ein bisschen was getrunken heute? Nee, nur ein bisschen. Wie lange seid ihr schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Verheiratet noch nicht? Nee, ich habe noch keinen. Warum nicht? Wir können noch Zeit haben. Ja? Ja. Wie alt bist du? 20. Ja, okay, dann. Alter, seit 5 Jahren. Ja. Dein erster Freund. Tatsächlich. Nicht schlecht, dann mindestens noch weitere 50. Mindestens, ja. Ich drück die Daumen. So, letzte Nachricht. Meine Oma hat Bewisten gefunden, Pilze. Ja, die macht die heute Nachmittag. Was ist das hier? Wir sind vom ARD. Vom ARD, ja. Ja, wir drehen heute einen Beitrag für die Tagesschau. So ein bisschen, ja, wie wir so in Köln unterwegs sind. Ja, gleich am Bahnhof haben wir gestartet. Jetzt dann erstmal zum Dom und dann Richtung Heumarkt und dann schauen wir mal, wo wir heute enden. Uni. Einer von der Uni. Einer. Geht von euch jemand heute in die Vorlesung? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ich nicht auf jeden Fall. Als Moderator hat man ja auch ein bisschen Privilegien. Ja, also. Lebst du die auch gerne aus? Ich nutze die auf jeden Fall aus. Allein schon, wenn man hier durch die Straßen schlendert, die Leute gehen an die Seite, wenn man sieht, hier ist ein Kamerateam unterwegs. Kommst du aus Köln? Nein, ich komme aus Heinsberg. Genauer aus Gangelt. Kennt man natürlich. Ja, sicher, kennt ihr das jetzt. Weißt du, vorher interessiert sich keine Sau für uns und jetzt, wo es drauf ankommt, interessieren sich alle für uns. Darauf erstmal einen Schluck, oder? Ja, Prost. Deine Mama, dein Verhalten ist so nicht mehr akzeptabel, ich lasse so nicht mehr mit mir umgehen, dass du dich nicht schämst, das kann ich nicht verstehen. Meine letzte WhatsApp. Ich glaube, die ging tatsächlich an meinen Vater. An deinen Vater? Ja. Ein letzter Gruß, oder was? Ja, danke, auf nach Köln. Ich muss Tradition von dir nach Sascha nachgehen. Mein Vater ist früher immer nach Köln gefahren mit seinem Freund.
Und jetzt trage ich das fort, als Tochter. Das ist sehr gut. Ich weiß. Also unter uns beiden, das ist natürlich auch ein kleiner Dosenöffner, ne? Das wissen wir. Ja, natürlich. Genau deswegen haben wir ja, wenn man so sagen will, das Kostüm gewählt. Na ja, klar. Hätte ich dich einfach mal angefasst. Von wem ist sie denn gekommen? Nee, die habe ich verschickt. An? Mein, ja, es ist nicht mein Partner, aber auch nicht mein Nicht-Partner. Also es ist so ein, wir lernen uns gerade etwas besser kennen. Hallo. Okay, das heißt? Ich hätte ihn gerne angefasst. Tagesschau, moderierst du auch? Ja, ich bin Ingo Zapparoni, für die, die es nicht wissen. Ingo, schöne Grüße. Komm, ich zeige. Warte, eine Sekunde. Meine allerletzte WhatsApp-Nachricht ist die Karnevalgruppe. Die lautet nämlich, kann sein. Also nicht spektakulär. Kann sein. Kann sein. Kann sein, dass du heute noch intim wirst? Ja, safe. Auf jeden Fall. Ist euer Kostüm? Alles gut. Bitte? Ist euer Kostüm? Nee, wir laufen immer so rum. Ach so, krass. Was war meine letzte? Wo seid ihr? Warte, da. Kannst du am 18.11. nicht? Was ja, ist am 18.11.? Nee. Da kommen die Eltern meines Freundes zu Besuch nach Münster. Und da kannst du nicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Na gut. Tut mir leid, dass ich an der Weihnachtsfeier nicht teilnehmen kann. Okay, hast dich jetzt offiziell abgemeldet. Ist in Ordnung. Oh Gott. Luca! Ob die da ist oder auf nein, Insta? Nein, das war nicht mein letzter. Das war dieses Terrain-Emoji. Das ist jetzt aber nicht deine letzte Nachricht gewesen. Doch, guck, heute ist 11:30. Nicht immer die guten Nachrichten, nicht die guten Nachrichten raussuchen. Hier, guck mal. Nee. Der Lukas. Wer ist denn der Lukas? Lukas! Was hast du denn schon getrunken? Sekt. Sekt. Sekt? Ja. Flaschenweise? Nee, dosenweise. Tommy, schöne Grüße und viel Spaß. Ah, das ist ja langweilig. Ja. Das ist ja langweilig. Schade. Wer ist Birgit? Arbeitskollegin hier. Oh, Arbeitskollegin, na klar. Also, Leonard. An Leonard. Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit, ist die Zöpfischer voll. Und zuvor hat er geschrieben, gehen jetzt auf eine Hausi. Ja, fail. Wollt ihr mich wohl nicht mitnehmen, ne? Wer ist der Leonard? Freundschaft plus. Ah. Ja. Guck mal rein. Ich habe mehrere Freundinnen, ist das Problem. Mehrere Freundinnen? Ja. Super. Ich hab ganz weiß das deine Freundin hier vorne? Meine Frau weiß das nicht. Du musst mich danach lieben, ne? Oh, hi. Daria? Ah, scheiße. Ah. Das sieht aber wirklich echt aus. Ja. Was meint sie mit echt? Wahrscheinlich die Uniform, ja, genau. Oder? Vielleicht auch. Sexuell ist wahrscheinlich. Warte. Hier, dein Auto wurde sogar abgespritzt. Ja, nicht nur das Auto wurde abgespritzt. Ich hoffe. So viele Rollen. Einige Klopfer, einige Bier und Maria Kron, Weinbrand. Klopfst du ganz gerne? Weinbrand in der Blutbahn. Ich klopfe sehr gerne. Ja. Ja, mir tut es wirklich leid, das ist das Letzte, was ich möchte, dass Emilia traurig wird. Wer ist Emilia? Ihre Tochter. Ich musste ihr für heute absagen, weil ich in Köln bin. Also. Wie alt ist deine Tochter? 17. 17? Schade. Und du? 33. Aber oh, mach nichts. Ah, da ist eine ganz frische Nachricht. Okay, eine Nachricht von Gina. Sie fragt mit Puppe. Ja. Reden wir hier von einer Sexpuppe? Von Laura. Laura? Ja. Was hat sie geschrieben? Ja, hat auf meine Insta-Story reagiert. Ei. Mit einem heißen Feuersmiley. Oh! Da geht noch was mit Laura. Schauen wir mal. Stehst du auf Blaskapellen? Ich blase ab und zu, ja. Du hast geschrieben, das mache ich dennoch. Was machst du dennoch? Max ist auch heute unterwegs und Max ist als Häftling unterwegs und dann, oh, jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Ach, hau raus. Ich habe geschrieben, weil er ja ein Häftling ist, dass ich ihn in Handschellen legen werde. Und wirst du?
Ja, da habe ich geschrieben, was mache ich denn noch? Mein deutsches Sprach ist nicht so gut. Ich komme aus Holland. Naja. Ja, ja? Ja, ja. Und Sie kommen aus Deutschland, ja. Aus Hannover. Hannover. Kennst du? Ja, ja. Ja, ja. Ja, Hannover. Ja, ja. Bist du Max? Ja, ja, ich bin Max. Nein, 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 nein. Gießt du gerne? Ja, freilich will ich das gerne. Ja? Was hast du heute schon so gegossen? Ja, das ist mein Geheimnis. Ich glaube, man sagt Bützen hier, Bützen. Das sagt man zu was? Bützen sagt man so, an Karneval darf man jemandem einen Kuss geben und das sagt man dazu Bützen. Okay. Ja. Hast du heute schon wen geküsst? Nein, bisher noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Ich glaube, der Schnurrbart ist eher Kontra. Adler? Ja. Hallo, ey. Spiegel TV online. Ah, nee. Herzog und Was habt ihr auch? Herzog und Tour. Herzog und Tour. Wollt ihr beiden euch nicht lieber ein Hotelzimmer nehmen? Nein. Ich bin die Simone. Hallo, Simone. Dann ab nach Hause mit euch beiden. Nein, wir müssen erstmal 8 Stunden jetzt Party machen und dann... Dann geht's zur Sache. Aber nee, es geht auch jetzt gleich schon zur Sache. Meinst du? Wenn man ein stilles Örtchen finden, dann ist vorbei. Magst du deine letzte WhatsApp-Nachricht mal zeigen? Ich habe keine letzte WhatsApp-Nachricht. Hast du kein Handy? Doch. Aber? Aber ich habe nicht mehr geschrieben. Ach so. Handy ist drin. Letzte WhatsApp-Nachricht ist... Moin. Wo bist du? Wo bist du? Von? Wo bist du? Von Tino. Von Tina Born. Tina. Wer ist Tina? Tina ist eine geile Sau. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. Meine letzte ist Schickmal. Schickmal von Schickmal. Jan. Ja. Wer ist Jan? Ein Kumpel von mir für den Standort. Ah ja. Ja. Oder solltest du aber irgendwie nackige Bilder zicken? Standort spannender, oder? Ja, finde ich sehr gut. Kann mir auch gerne einmal zeigen. Kannst du dich an dein erstes Mal erinnern? Ja, natürlich. Mein erstes Mal war sehr schmerzhaft. Es hat mir nicht so gefallen, aber beim zweiten und dritten Mal, man gewöhnt sich an den Schmerz. Komm, hau einfach schnell mal raus. Wann hast du das letzte Mal gedippt? Gestern. Sehr gut. War gut, oder was? War super. Dann kommen wir jetzt einmal zur Sache direkt. Ja. Deine letzte WhatsApp. Aber bitte wirklich. Direkt. Genau. Magst du es nicht so mit drumherum? Na. Ich bin aus Niederbayern und da kommt man zur Sache. An Opa Werner, da schreiben wir noch mal was Schönes, oder? Ja, mach das. So. Opa Werner. Zack. Und. Ja, du hast ja gemacht. Ja. Jawohl. Opa Werner. Kriegt erstmal die Aubergine. Ja, super. Nee, das kann ich doch nicht machen. So, von Maus. Ja, gut schaust du aus. Gut schaust du aus. Ja, gut schaust du aus. Maus ist wer? Meine Tochter. Deine Tochter? Ja. Wie alt ist die? 17. Guck mal, da ist eine Kamera. Einmal umdrehen. Nee. Da. Nein. Einmal umdrehen. Nee. Scheiße. Hallo. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und lasst bitte ein Abo da und... Und macht das Plus auch noch weg. Genau. Und drückt das rote Herz. Jetzt für, hast du aber alles für mitgenommen. Opa Werner. Für Opa Werner. Opa Werner, genau. Einmal winken. Tschüss.